November 1938 organisieren die Nationalsozialisten antijüdische Aktionen im ganzen Reich, in der sogenannten Reichskristallnacht, misshandeln und töten Tausende von Juden und zerstören 267 Synagogen. Juden werden systematisch enteignet und deren Besitz an deutsche Eigentümer überführt. Man spricht hier von der sogenannten Arisierung. 1939 werden Juden in Polen in Ghettos eingewiesen und zum Tragen des gelben Judensterns gezwungen. 1942 legen die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar in der Endlösung der Judenfrage die systematische Ermordung aller im deutschen Machtbereich lebenden Juden fest. Rund 6 Millionen Juden werden daraufhin in den Vernichtungslagern umgebracht. 1948, am 14. Mai, ruft David Ben-Gurion in Tel Aviv den Staat Israel aus, woraufhin die arabischen Staaten Ägypten, Transjordanien, Irak, Libanon und Syrien die junge Nation angreifen, um deren Etablierung zu verhindern. Bis heute erkennen 32 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen den säkular-demokratisch ausgerichteten Staat Israel nicht an. In unserem Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3 steht: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, Rasse, Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Am 27. Januar 2022 unterstreicht die Bundestagspräsidentin der Bundesrepublik Deutschland, Bärbel Bass, in ihrer Rede anlässlich des Tages zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus: Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit und Rassismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft. Antisemitismus wird in den Kreisen der Neonazis gemeinsam auch mit islamischen Gruppen unter anderem anhand jugendfeindlicher Parolen geschürt. Antisemitismus zeigt sich aber auch in der Mitte unserer Gesellschaft, wie folgende Beispiele verdeutlichen. Erstens. Am 31. Dezember 2014 wurde in der Silvesternacht das Berliner Holocaust-Mahnmal geschändet. In einem im Internet veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Menschen die Stelen der Gedenkstätte als Abschussbasis für Raketen missbrauchten und gegen die Quader urinierten. Zweitens. Am 9. Oktober 2019 versuchte ein Rechtsextremist mit Waffengewalt einen Massenmord an Juden in der Synagoge an Yom Kippur zu verüben. Die Eingangstür zur Synagoge hielt dem Beschuss stand. Der Attentäter hatte sich über das Internet an Vorbildern radikalisiert, sowie Datum und Ziel des Anschlags zuvor im Internet bekannt gegeben. Seinen Angriffsverlauf übertrug er per Helmkamera via Livestream. Drittens. Im Februar 2022 trugen Corona-Leugnende Demonstranten Judensterne versehen mit dem Wort ungeimpft und wollen damit suggerieren, dass das, was früher in Deutschland die Juden waren, heute die Ungeimpften seien. Ein derartiger Vergleich provoziert und verunglimpft den Holocaust.